Die Debatten laufen munter. Die Predigt von keiner Marx heute Morgen haben Sie alle bekommen. Es hat heute Vormittag eine kleine Änderung der Tagesordnung gegeben, die wir schon gestern beschlossen haben in der Vollversammlung, dass die Debatte, die für morgen über den Papstbrief vom 29. Juni vorgesehen war, heute geführt wurde. Und die beiden einleitenden Statements von Kainer Wölk und Bischof Gen haben wir ja veröffentlicht. Sehen Sie, das ist unser Beitrag zur Transparenz der Debatte. Um den Synodalen Weg geht natürlich weiter, vor allem morgen. Und Kerner Marx wird dann zum Synodalen Weg seine Abschlussbemerkung am kommenden Donnerstag machen. Heute konzentrieren wir uns auf ein Thema, das auch eine gewisse Rolle heute Morgen bei der Debatte um den Papstbrief spielte. Ein Dokument der Deutschen Bischöfe Evangelisierung und Globalisierung. Sie haben es vorliegen. Es wird heute zum ersten Mal öffentlich gemacht mit Erzbischof Ludwig Schick. Den kennen alle. Als Vorsitzender der Kommission Weltkirche vor wenigen Tagen erst 70 Jahre geworden. Man sieht es ihm nicht an. Herzlichen Glückwunsch, Herr Erzbischof. An seiner Seite Frau Prof. Margit Eckholt von der Universität Osnabrück. Sie war im Redaktionsteam um dieses für uns wichtige Dokument mit dabei. Danke, dass Sie aus Osnabrück gekommen sind. Und Pastor Professor Sievernich aus Frankfurt-St. Georgen. Er also dort ein Lehrstuhl früher und ist uns in der Bischofskonferenz als Jesuit bestens verbunden, weil er bei einer der Synoden kräftig als Berater damals in Rom mitgewirkt hat. Er gehört auch zum Redaktionsteam, das am Ende das Dokument fertiggestellt hat. Herr ja, Azouz-Schick, also Sie haben das Wort. Ja. ja, vielen Dank für die Begrüßung, Herr Kopp, und schön, dass Sie da sind. Wir dürfen heute ein Dokument vorstellen, das eine längere Vorlaufzeit hat und das jetzt fertig geworden ist. Und es ist gut, dass es jetzt fertig geworden ist, denn es hat etwas mit dem außerordentlichen Missionsjahr zu tun. Nach dem Ersten Weltkrieg äh, 19, uh, äh, zwei, äh, 1919 hat Papst Benedikt damals ein Missionsdekret, das hieß Maximum Illud, herausgegeben und damit begann. Eine neue Missionsära und Papst Franziskus hat uns aufgefordert, jetzt in diesem Jahr auch wieder neu uns auf das Evangelium zu besinnen und es weiterzugeben. Und deshalb ist auch der nächste Monat, der ja bald beginnt, der Missionsmonat auch ein außerordentlicher Monat der Mission. Und da hinein greift auch jetzt unser Dokument dass sie ja alle vor sich haben mit dem titel evangelisierung und globalisierung. mein statement haben sie auch ich fasse es ein wenig zusammen dann ist es vielleicht etwas lebendiger und wenn sie dann noch lesen wollen das können ja alle. also zunächst einmal was ist mission und warum ist mission für die kirche so wichtig? eigentlich ist die Kirche selbst Mission. Sie hat als wichtigsten Auftrag, die gute Botschaft Jesu zu allen Menschen zu bringen und damit auch unsere Welt eigentlich zu verändern. Das ist Kirche. Und es gibt den schönen Ausdruck Mission und Evangelisierung, es sind ja Synonyme. Wir sagen, die Kirche missioniert oder demissioniert. Also, entweder das eine, dass die Kirche ihren Auftrag erfüllt, oder sie tut es nicht und damit verliert sie eigentlich auch ihr wesentlichstes Sein. Mission hat eigentlich drei Säulen: nämlich einmal den Auftrag Jesu, geht hin in alle Welt. Das zweite, die zweite Säule, das ist eigentlich die Freude am Evangelium der Kirche. Und Kirche sind wir alle. Das betont Papst Franziskus immer wieder, steht auch in unserem Dokument. Alle Christen sind Kirche, bilden Kirche und sollen deshalb auch am missionarischen Auftrag mitwirken. Papst Franziskus hat ja sogar gesagt, jeder soll eigentlich sagen, der getauft ist, ich bin Mission, ich bin auch Kirche. Und die dritte Säule, das sind auch die Notwendigkeiten, die Erwartungen unserer heutigen Welt. Die Welt heute wartet auch aufs Evangelium, bewusst oder unbewusst. Darauf komme ich dann noch im nächsten Punkt. Mission hat Inhalt. Was ist der eigentliche Inhalt der Mission? Das ist eine Person. Je, Papst Benedikt hat in einem Schreiben äh, gesagt, dass... Die Kirche, wenn sie missioniert, nicht zunächst Regeln, Gebote äh, verkündet, sondern sie verkündet eine Person. Und mit dieser Person, die lebendig ist, die unter uns wirkt in seinem Geist, damit äh, wird uns auch ein besonderes Leben, sein Leben, seine Worte, seine Taten verkündet. Auch seine Werte und Tugenden, auch seine Hoffnungen und seine Zuversicht. Das ist eigentlich der Inhalt der Mission. Jesus Christus, Person mit seinem Leben, seinen Worten, seinen Taten, seine Werte, Tugenden und Hoffnungen, die dann unser Leben bestimmen sollen. Und damit komme ich zum Dritten. Was soll eigentlich Mission bewirken? Mission, zu so sagen, wie heute oft, ist eine integrale Mission. Und das bedeutet, sie umfasst. Eigentlich das ganze Leben jedes einzelnen Menschen, also der einzelne, jeder einzelne Mensch soll auch zur Fülle des Lebens geführt werden. Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das soll eigentlich jedem Menschen zuteil werden durch die Mission, durch die Evangelisierung. Und natürlich, der Mensch ist immer soziales Wesen. Und deshalb müssen auch seine, seine Umwelt, seine Gesellschaft missioniert werden. Darauf, da geht es dann darum, dass auch die Grundgesellschaft äh, eines jeden Menschen, seine Familie, aber auch seine Arbeitswelt, auch seine Politik, sein Staat missioniert werden. Also diese gute Botschaft Jesu Christi bekommen und. Wir sind in einer globalen Welt, deshalb heißt ja auch unser Dokument äh, Globalisierung im Zweiten Evangelisierung, Globalisierung. Wir können heute eigentlich gar nicht mehr vom einzelnen Menschen sprechen, noch vom Menschen in seinem näheren Umfeld, weil äh, er immer eingebettet ist in die große globale Weltgemeinschaft. Das spüren wir ja auch überall, auch zum Beispiel an der äh, veränderten Welt, an der Klimaveränderung, aber auch an den Veränderungen der Kommunikation. Das spüren wir auch an der Veränderung von Menschen in ihren Bereichen auf andere hin. Das wirkt sich dann auch in Migration, Flucht und so weiter aus. Mission zum nächsten hat eigentlich drei Mittel, nämlich einmal das Wort. Wir verkünden, dann auch die Feier zur Missionierung, zur Evangelisierung muss auch immer die Feier dazu gehören. In den Gottesdiensten, aber auch sonst. Und es gehört die Caritas dazu. Diese drei habe ich jetzt hintereinander genannt, aber ich möchte dabei keine Priorität festsetzen. Das kann man auch geschichtlich, da wird der Pater Siever nicht noch darauf eingehen, auf die ganze Geschichte der Evangelisierung. Oft und ganz am Anfang... War eigentlich die Tat, die Caritas, das Leben das Wichtigste? Und dann hat man auch äh, eben das expliziert, warum leben Christen so? Und so gab es dann auch Bekehrungen zum Christentum und dann wurde gefeiert. Also, das kann man sehr unterschiedlich sehen. Und ich liebe ein Wort vom heiligen Franziskus, also von dem von Assisi, der hat einmal, als er seine Brüder ausgesandt hat, gesagt: Geht und verkündet, wenn es sein muss, auch mit dem Wort. Das spricht mich immer wieder an. Geht, verkündet, wenn es sein muss, auch mit dem Wort. Evangelisierung ist eben Evangelisierung und nicht Rekrutierung. Wir freuen uns, wenn Menschen dann auch sich zu. Uns als Christen, als Kirche bekennen. Aber das Wichtigste ist zunächst einmal, dass die Botschaft den Menschen das Leben in Fülle bringt. Individuell, sozial, gesellschaftlich, politisch in allen Bereichen. Letztlich ist die Mission und das Ziel der Mission ist Aufbau der Zivilisation der Liebe. Das hat Papst Johannes Paul II. oft gesagt in den biblischen Begriffen Aufbau des Reiches Gottes und des Himmelreiches. Wenn Sie das Dokument, und dann höre ich auch auf, in die Hand nehmen, gibt es vorne ein Vorwort von unserem Vorsitzenden. Das Dokument ist erarbeitet von einer Gruppe, die mit der K10, also Gruppe Weltkirche, arbeitet, äh, mit Experten und mit den Bischöfen. Dann haben es aber auch alle Bischöfe quasi nostrifiziert zur Eigensicht genommen und stehen dahinter. Wir möchten evangelisieren in unserer globalen Welt. Der erste Teil, da geht es Evangelium in allen Sprachen und die eigentliche Sprache muss immer die Sprache der Liebe sein. Und dann nochmal die Sprache der Evangelisierung sind dann die Taten der Liebe, die Worte der Liebe und das Leben in Liebe zu anderen. Und das umfasst eigentlich alles, ganz wichtig, den einzelnen Menschen, die Menschheit und die Schöpfung. Wir wissen nicht erst heute, aber heute umso deutlicher nach all dem, was wir äh, auch derzeit erleben. Und ich sage Gott sei Dank und gut, dass wir es erleben: Friday for Future oder Churches for Future in. Äh, in äh, in den Vereinigten Staaten ist zum Beispiel im Augenblick ein großer Gipfel äh, über Klima. Ähm, wir haben auch die Schöpfung zu evangelisieren, und das heißt, wir bewahren sie, wir hüten sie, wir geben sie an andere weiter. Und das hat heute auch einen konkreten ähm, Ausschlag in der Bischofskonferenz gefunden. Das können Sie später noch nachlesen. Der Herr Kopp wird das dann verkünden. Wir haben einen Brief geschrieben an diesen Gipfel in den Vereinigten Staaten, Weltgipfel mit ganz vielen Politikern, wollen unterstützen und sagen, ja, tut viel Gutes, damit unsere Schöpfung bewahrt wird, dass der Klimawandel nicht so fortschreitet wie in den letzten Jahren, tut etwas, damit unsere Schöpfung bewahrt wird. Und das ist kein... Eine Einmischung in Politik von uns aus. Die Bewahrung der Schöpfung ist uns als Christen aufgetragen. Und zu unserem Evangelisierungsauftrag gehört das dazu. Wenn ich manchmal danach gefragt werde, auch kritisch, dann sage ich immer, Sie sind doch Christ. Ja. Sie kennen aus Glaubensbekenntnis. Ja. Seit der erste Artikel heißt, ich glaube an Gott, den Vater, dann stocke ich etwas den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der erste Artikel. Und wenn man an ihn glaubt, muss man auch an seine Schöpfung glauben und dann muss man sie auch achten. Aber das ist so meine Interpretation. Wichtig ist uns aber, dass wir bei der Evangelisierung eben jeden einzelnen Menschen, die gesamte Menschheit und die Schöpfung im Blick haben. Wir haben natürlich... Und das gehört zur Evangelisierung immer dazu. Das ist auch im zweiten Teil ausgesprochen. Müssen wir den Dialog der Ökumene mit beachten. Und das gehört mit dazu. Die Einheit der Kirche, die Suche nach der Einheit der Kirche ist ein wichtiger Teilbereich der Evangelisierung. Und ebenso der interreligiöse Dialog. Auch das gehört dazu. Das ist im zweiten Teil. Im dritten Teil haben wir dann Konkretionen für Mission und Evangelisierung und was wir da weltweit tun. Da wird dann die Frau Professorin Eckold was dazu sagen. Ich höre auf. Jetzt werden wir etwas noch zur Geschichte hören und dann zu den Konkretionen. Weltweit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schick. Ähm, Herr Berninger, Sie merken, dass also Hinweise in Pressekonferenzen sogar auf fruchtbaren Boden stoßen. Dieser Brief an, die, äh, an den Sondergipfel in New York werde ich im Laufe des Nachmittags veröffentlichen. Er ist gerade in der Schlusskorrektur, nennen wir es mal. Aber er kommt noch heute Nachmittag. Das ist das, was Herr Schick angedeutet hat. Pater nicht Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Und zunächst mal scheinen mir also die beiden Begriffe, auf dem Titelblatt Evangelisierung und Globalisierung nicht gut zueinander zu passen. Sie beißen einander. Und zwar warum? Ja, weil das eine einem kirchlichen, biblischen Sprachspiel entstammt. Also Evangelisierung hat also irgendetwas mit Evangelium zu tun. Aber was das denn nun eigentlich bedeutet, weiß man dann auch noch nicht. Im Übrigen war das Wort für Mission über Jahrhunderte Nicht-Evangelisierung, das ist neuerdings erst wieder aufgetaucht, sondern man hat viele andere Begriffe gefunden. Also auf der einen Seite, sie passen nicht, sie beißen sich einander und die Frage ist, da aber nun die Globalisierung also ein Faktum unserer Zeit ist und wir damit leben müssen und man das nicht einfach wegschieben kann, ist die Frage, wie in diesem Kontext, in diesem konkreten, Kontext der Globalisierung heute sowas wie kirchliche Mission überhaupt möglich ist? Das ist die Grundfrage, die wir hier stellen, zu dem man ja auch immer bedenken muss, dass heute Mission immer so etwas schräg angeguckt wird. Darf man überhaupt noch missionieren heute? Äh, muss nicht jeder nach seiner Fasson selig werden? Und diese ganzen Fragen, die da zu klären sind. Also ein, heute ein eher... Äh, Abschiedliches Verhältnis zu dem, was wir Mission nennen. Aber ich glaube, dass dieser Begriff, dieser Terminus gerade heute neu ins Gespräch gebracht werden muss und darum geht es. Lassen Sie mich aber aus der ganzen Geschichte der Mission, das sind ja zwei Jahrtausende, dann müsste ich mehrere Vorlesungen halten, will ich aber nicht tun, obwohl das ja ein schöner, angenehmer Raum ist für sowas. Obwohl die Bücher sind hier verschlossen, stelle ich fest. Aber gut, lassen wir das. Nein, also dass wir etwas zur Geschichte nur ein paar ganz wenige Stichworte, die aber mit Mission zu tun haben. Ein, ein, ein Stichwort ist die Tatsache, dass die Europäer oder Europa, die Völker Europas ungefähr tausend Jahre gebraucht haben, bis sie das Christentum angenommen haben. Also es ist ein langer Prozess. Das war ein Prozess von der Spätantike, also 500 bis 1500. In dieser Zeit ist Europa, also im gesamten Mittelalter, weshalb es ein glänzendes Mittelalter war, kein dunkles Mittelalter, äh, streichen Sie das aus Ihrem Wortschatz, weil es den Tatsachen nicht äh, entspricht, also in diesem glänzenden Mittelalter. Tausend Jahre und dann waren alle Völker dabei, auch die Isländer, die aber Sonderbedingungen haben wollen, einen Sonderweg gegangen sind. Herr also die Isländer haben gesagt: Ja, wir nehmen das Christentum an, aber nur unter der Bedingung, dass die Leute, die es wollen, ihre alte Götter zu Hause privat verehren dürfen. Wurde genehmigt und seitdem ist. Im Jahre 1000 übrigens Island christlich. Ich will also sagen, es hat tausend Jahre gedauert und die anderen äh, Kontinente kamen dann erst dazu, denn dann haben die Europäer gemerkt, was ihnen in diesen tausend Jahren geschenkt worden ist. Und sie sind jetzt, jetzt selber dann äh, dran gegangen die neu entdeckten Völker ganz Lateinamerika, aber auch die langsam entdeckten äh, Länder Asiens und Ostasiens, dorthin Missionare zu senden, um dort das Christentum auf ihre Weise zu verbreiten. Und zwar auf sehr unterschiedliche Art und Weise, wie man sich denken kann. Denken Sie auf der einen Seite an das Modell Lateinamerika, wo die ganze Missionierung... Ähm, unter dem praktisch unter dem der ägide des kaiser oder des königs stand der hatte eigentlich das sagen nicht der papst und dann dass es verquickt war diese missionierung also mit der kolonisierung mit der eroberung und mit all dem also eine sehr prekäre kombination die damals stattgefunden hat aber genau in dieser schwierigen situation gab es menschen die als missionare tätig waren das waren übrigens die ordensleute Franziskaner dominikaner jesuiten und so weiter in den quellen heißt es es regnete Franziskaner also so viele sind tatsächlich darüber gegangen in dieser zeit also es gab es sehr herausragende figuren Herausragend zum Beispiel im Bereich der Ethik, im Bereich der Probleme der Sklaverei, die es ja damals gab. Und dort war Bartolomé de las Casas, den Sie sicher alle kennen, eine herausragende Figur, der die Menschenrechte erfunden hat, der Sache und dem Terminus nach. Das weiß man heute nicht so genau oder hat es nicht so genau gewusst, weil man spanische Texte lesen musste. Und wer von den Deutschen jedenfalls konnte schon spanische Texte lesen? Außer uns natürlich. Also insofern hat er die Menschenrechte erfunden. Derechos humanos. Also eine ganz wichtige gegen die Sklaverei der damaligen Zeit. Und man kann es ja in die... In die Zeitschiene hineinbauen und dann waren das mehr als 200 Jahre vor den großen Menschenrechtserklärungen in, Frank in, in den Vereinigten Staaten und in Europa, in Frankreich. Also diese, diese Zusammenhänge muss man sehen. Das war das eine Modell. Das andere Modell zur selben Zeit war in Asien das Modell, das insbesondere die Jesuiten vorangetragen haben, nämlich mit Hilfe der Wissenschaften äh, sich ein Standing zu, mit äh, Hilfe also des Lernens des Chinesischen und äh, der Wissenschaften, und deshalb waren sie alle hervorragende Mathematiker, Wissenschaftler äh, äh, und haben genau dem Kaiser, eine bessere Methode, also die Himmelsmechanik zu erklären und die ähm, entsprechenden äh, zu erklären. Und deshalb sind äh, Jesuiten in dieser Zeit also zu aufgestiegen, also zu einer der höchsten äh, Beamten, nämlich äh, die den Kalender zu bewachen hatten. Denn der Kalender war das Wichtigste bei den äh, chinesischen Kaisern, weil sie genau wissen mussten, äh, wann also die Sonnenfinsternisse waren und so fort. Also, da war nichts von Kolonialismus in China. Das war ein großes Reich. Das waren die Ming-Kaiser und später die Jing-Kaiser, die also dort äh, gelebt und gewirkt haben. Und da ging es nur über die Schiene der Wissenschaft sich bekannt zu machen und nicht nur die wissenschaften bekannt zu machen, sondern eben auch das was sie mitgebracht haben, so dass man sagen konnte ja, also wenn diese gelehrten aus dem Westen, wenn die so gut die himmelsmechanik kennen, dann werden sie wohl auch äh, etwas über die wahrheit gottes zu sagen haben. Also, ich wollte sagen, also verschiedene Modelle, die hier äh, gewissermaßen ähm, eine Rolle gespielt haben. Ich rede jetzt von der frühen Neuzeit. Und vielleicht ist ein Aspekt noch zu erwähnen, nämlich also die große linguistische Arbeit, die dort geleistet wurde, wo man 30, 40, 50 indigene Sprachen gelernt hat, äh, verschriftet hat, verschriftlicht hat. Äh, in Wörterbüchern und so weiter. Also eine riesige, über die wir heute nur Experten äh, Bescheid wissen. Und ich meine, dass diese Leistung mit der Leistung Luthers, was Übersetzung angeht, gleichhalten kann. Das wäre jetzt eine eigene These, die man noch begründen müsste, aber sehr gut äh, begründen kann. Denn Luther kannte natürlich die Sprachen, in denen er übersetzte. Aber hier musste man die Sprachen, in die man übersetzt, überhaupt erstmal lernen. Lernen Sie mal Nahuatl in Mexiko zum Beispiel. Also, das sind also so einige Modelle. Und deshalb ist, glaube ich, wichtig, ein entscheidender Punkt für das Christentum, Mission ist im Prinzip so etwas wie Übersetzung. Übersetzung des Christentums in eine andere Sprache, Übersetzung des äh, Rezeption der anderen Sprachen in das Christentum. Und es ist eine, äh, auch eine kulturelle Übersetzung des Christentums, also das, was das Christentum kulturell, in die neue kulturelle Situation und umgekehrt. Also ein Austausch der Kulturen, also ein interkultureller Dialog, der da stattgefunden hat, nicht ohne Schwierigkeiten natürlich. Also insofern möchte ich nur diese wenigen Punkte der kulturellen und der sprachlichen Übersetzung des Christentums Mission als Übersetzung. Und die ganzen interkulturellen und interreligiösen Prozesse, die damit verbunden sind. Vielleicht sollte man auch noch sagen: Es sind also jetzt, wir blicken nicht nur in die Geschichte hinein, natürlich. Das Erstaunliche ist, dass es heute ein wachsendes Interesse in den verschiedensten Wissenschaften gibt, die sich mit den Missionsprozessen, sei es im Mittelalter, sei es in der frühen Neuzeit, befasst haben und immer mehr befassen, weil ich glaube, dass man in dem, was die Geschichte uns bietet, auch zugleich Anregung bietet, wie also heute eigentlich das Miteinander der Personen, das interreligiöse, der interreligiöse Dialog, das interkulturelle Zusammensein neu gelernt werden muss. Das ist nicht selbstverständlich, was in Zeiten der Globalisierung da auf uns zukommt. Ja, also auf diese Punkte möchte ich hinweisen und vielleicht auch noch darauf die große Interkulturalität des Christentums, das ja jetzt nicht in der europäischen Form vorkommt, sondern die 1,3 Milliarden Katholiken, die es inzwischen auf der Welt gibt, sind in allen Kulturen versammelt und die verlassen ihre Kulturen nicht, wenn sie Christen werden, sondern im Gegenteil. Äh, verbinden ihre Kultur mit dem Christentum und umgekehrt. Und das sind die spannenden Prozesse, die eben heute ablaufen. Äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, ich schließe einfach mal, kann vielleicht noch äh, auf den dritten Teil hinweisen, aber das äh, hat äh, Erzbischof Schick schon im Wesentlichen gesagt nämlich dass äh, wir hier das Bild gebrauchen ähm, in diesem Papier, in diesem Dokument, nämlich ähm, dass die Weltkirche als Gebetsgemeinschaft, als Solidargemeinschaft und eben als Lerngemeinschaft existiert und in diesen drei Dimensionen äh, also die Evangelisierung vorangeht. Wobei man noch ein letztes Wort vielleicht sagen muss, das ganz wichtig ist für den gesamten Prozess heutigen Missionsverständnisses, der natürlich anders war als im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit. Missionsverständnis, die entscheidenden Punkte, das Zweite Vatikanische Konzil gesetzt hat mit den äh, hervorragenden ähm, Dokumenten, die es damals gemacht hat, nämlich über die dignitatis humanae, über die äh, entsprechende Religionsfreiheit oder über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen oder wie Mission funktioniert. Also diese drei Dokumente sind die Grundlage all dessen, auch was wir heute zur Frage der Mission sagen. Danke, Pater nicht. Wir weisen nochmal darauf hin, dass Sie Jesuit sind. Und ähm, der Jesuit noch hat noch vieles geschafft in der, Kirchengeschichte. Danke mal auf diese Hinweise. Frau Professor Eckholt, Sie haben das Wort, um nochmal den inhaltlichen Bogen zu schließen. Ja, danke und danke für die Einladung. Ich werde auch mein Statement, das Ihnen vorliegt, auch zusammenfassen. Und mir geht es vor allem auch darum, mit auch nochmal die Relevanz auch dann dieses Dokuments der deutschen Bischöfe hier zu benennen. Und das ist nicht, so habe ich es ja auch formuliert, für mich jetzt auch ein Nebenschauplatz ist, auch aktueller Diskussionen, Debatten hier auch unserer deutschen Ortskirche, sondern dass wir, auch wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, wirklich in die geistliche und die theologische tiefendimension auch dieser Fragen kommen. Und ohne das Wahrnehmen, denke ich, auch dieses Weltkirchlichen, Kontextes kommen wir, denke ich, auch nicht weiter. Und so ist mein Anliegen, im Grunde auch gerade diesen Begriff von Mission, auch Weltkirche, auch das kurz zu erschließen. Und wir haben das Stichwort Globalisierung immer schon benannt. Pater nicht hat gerade die wunderbare Brücke gebaut, die Konzilstexte, also jetzt über 50 Jahre im Grunde ja auch ähm, hinter uns, die aber von weitgehender und bleibender Relevanz sind, von ganz großer Bedeutung, Religionsfreiheit. Wenn wir heute von Mission sprechen, dann ist das der Kontext, auch einer, jetzt unser Kontext, einer. Religionspluralen Gesellschaft, gleichzeitig einer Gesellschaft, die sich in dem Sinn auch immer weiter säkularisiert, dass wir das ja auch feststellen, Kirchenaustritte und so weiter. Das heißt, das ist ganz zentral und ein Schlüssel für das Bedenken dessen, was Mission, Evangelisierung heute ist. Also auch in einem säkularen Kontext. Und das Spannende an dem Dokument der Bischöfe ist, dass nämlich darauf hingewiesen wird, dass gerade ein solcher säkularer und auch religionspluraler Kontext eine neue Chance bietet, von Mission zu sprechen. Mission oder vielleicht auch besser Evangelisierung. Darauf hatte auch der Erzbischof auch schon hingewiesen, die sicher auch die Schwierigkeit, auch mit dem Begriff äh, Mission heute umzugehen. Wir sind heute was jetzt unsere globale Welt angeht, auch in Zeiten, in denen Religionen, religiöse Bewegungen wachsen weltweit und aus einem säkularen Kontext, auch Religionen, soziologisch, politikwissenschaftlich, wird das ja zum großen Teil sehr kritisch wahrgenommen. Ich werde nur darauf eingehen, weil jetzt auch im Blick auf das Christentum, aber auch, ich denke, alle religiösen Bewegungen, Religionen, weil hier im Zuge auch dann der Krise, die auch mit Globalisierung verbunden ist, wirtschaftlich, politisch, ökologisch und so weiter, durch das Wachsen von Ängsten und so weiter. Es wachsen, das wissen wir, populistische Bewegungen in Verbindung mit ganz starken fundamentalistischen religiösen Bewegungen. Und in dem Kontext, das nehmen Sie, ich denke auch von Presse wahrscheinlich, auch da verstärkt war. Da wird von Mission gesprochen und Mission wird hier sehr kritisch gesehen, eben aber auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive oftmals. Auch wenn heute sich auch die, Miss die Missionsbestrebungen historisch gesehen aufgearbeitet werden, kulturwissenschaftlich. Aber von Mission zu sprechen ist nicht einfach, weil das eben oftmals mit einem aggressiven, mit auch Gebaren und so weiter in Verbindung ist. Und darum nochmal die Bedeutung dieses Dokuments jetzt im Blick auf die deutsche Ortskirche, aber auch weltkirchlich gesehen, weil es nämlich hier um eine ganz auch diffizile und eine saubere, kluge Erläuterung des Verständnisses von Mission, von Evangelisierung geht. Und das fußt auf dem vom Pater Sieber nicht genannten Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und eben, und das ist auch das, was ich hier besonders herausstellen möchte, wo die deutsche Ortskirche nämlich ganz genau diesen Reform dann auch Impuls von pra Papst Franziskus aufgreift. Wofür steht das Pontifikat von Franziskus seit Beginn, seit dem 13. März 2013 und dann das wunderbare Dokument Evangelii Gaudium? Es geht darum, an das zu erinnern, was Christen und Christinnen immer wieder neu auf den Weg bringt, mit den vielen anderen Menschen guten Willens, anderen christlichen Konfessionen, aber auch anderen Religionen, in dieser Nachfolge dieses armen Jesus im Dienst der einen Menschheit zu stehen und hier Christ und Christin zu werden und dann auch ein überzeugendes, dann auch Zeugnis zu geben. Das ist Mission. Also mit Franziskus im Grunde eben nicht, ich trete hier in einem triumphalistischen Sinne auf und habe hier die Message. Natürlich haben wir als Christen und Christinnen eine Botschaft, die zu verkünden ist, aber ich habe das gerade etwas ironisch benannt. Es geht im Grunde darum, mit anderen auf den Weg zu kommen und dort, vor allem dort, wo dann auch die Not zum Himmel schreit, das Zeugnis von diesem Jesus von Nazareth an der Seite der Armen, der Schwachen, der Ausgegrenzten, Männer, Frauen, Kinder, Alte und, und so weiter zu geben und heute im Besonderen auch einer, einer Schöpfung und äh, die im Grunde an den Rand, ja, äh, gebracht worden ist von uns Menschen angesichts auch der Änderungen, der Veränderungen einer globalen Welt. Wir sprechen heute von einem Anthropozän, was sich ereignet, weltweit die Krisen ökologischer Art und damit verbunden ja auch politische, dann auch Fragen, Verlagerungen, die ganzen auch Migrationsbewegungen etc. Das ist etwas, was von uns Menschen gemacht ist. Das ist hier das Neue und von dort nochmal eben die Relevanz eines Verständnisses von Evangelisierung in unserer Zeit in den eben auch genannten Kontexten auch von Säkularität, Säkularisierung und die Chance, heute neu auch das christliche Evangelium neu einzuspeisen. Wichtig ist in dem Dokument der deutschen Bischöfe diese weltkirchliche Perspektive. Das ist deshalb im Grunde auch hier auch wahrzunehmen und viel mehr, glaube ich, auch von uns ja auch in den deutschen auch Ortskirchen auch noch weiter wahrzunehmen, obwohl natürlich über die Werke, Miserio, Advenia, Renovabis, Missio und so weiter und viele andere Vereine und Gemeinschaften ganz vieles getan wird, aber aufzubrechen aus unserem Provinzialismus was nicht die Relevanz der Ortskirche relativ, also jetzt auch negiert, aber relativiert im Blick auf unser Miteinander mit den vielen Ortskirchen weltweit. Das ist Weltkirche. Und die Zahlen zeigen uns das. Wo wächst das Christentum und wo wächst auch die katholische Kirche? Das ist in den Ländern des Südens, vor allem im afrikanischen Kontext, ein weiteres Wachsen, auch im asiatischen Kontext. Wir haben hier in diesen Regionen jetzt, ich sag mal so knapp dann auch ein Viertel von Katholiken, Katholikinnen weltweit. Und wenn Sie an Europa denken, leben auch nur knapp ein Viertel hier der Katholiken weg und Katholikinnen weltweit in Europa. Die große Zahl, das ist der amerikanische Kontinent und da vor allem Lateinamerika mit 41,5 Prozent. Und aus diesem Kontinent kommt Papst Franziskus mit den Erfahrungen über lange Jahre als Erzbischof der großen Erzdiözese von Buenos Aires, aber auch mit der Verantwortung für den SELAM, den Lateinamerikanischen Bischofsrat. Und dort gerade auch dann bei der letzten großen Generalversammlung in Aparecida 2017 war er federführend, natürlich mit einem Team, auch für die Erstellung des Abschlussdokuments, wo es darum geht, missionarisch Jünger der Jüngerin, sein. Das ist ein neues Moment auch für die lateinamerikanische Ortskirche. Und das hat Papst Franziskus, diese im Grunde neue missionarische Bestrebung, die zusammenhängt mit dem Weg der lateinamerikanischen Ortskirche, die Basisgemeinden, Kirche vor Ort zu sein, Option für die Armen, Kritik an Menschenrechtsverletzungen etc. etc. Das geht hier ein. Das heißt, über Papst Franziskus. Ich denke, das hat die deutsche Ortskirche in diesem Papier wunderbar aufgegriffen. Ein Verständnis von Mission, oder in dem Sinn von Evangelisierung, was sowohl ortskirchliche Entwicklungen, also hier bei uns Kirche vor Ort sein, hier missionarisch tätig sein, und die Weltkirche miteinander verbindet. Und das ist, ich denke ein ganz entscheidendes ja auch Moment. Globalisierung auch in diesem jetzt auch weltweiten Ausmaß ernst zu nehmen. Da bin ich hier wieder auch bei dem Punkt, den ich einführend auch einmal genannt habe. Wo wächst das Christentum? In welcher Gestalt wächst das Christentum? Und ich denke, dass die deutschen Orts. Ähm, ja, Bischöfe und gerade auch hier Erzbischof Schick, die Kommission Weltkirche, nimmt das auch sehr stark wahr. Sie hatten ja auch ein oder ein größeres Forschungsprojekt unterstützt. Über mehrere Jahre ist das gelaufen über die Entwicklung der Pfingstbewegung in den verschiedenen Weltkontexten, auch in Europa. Es gibt auch eine Studie zu Ungarn, aber es gibt Studien im Grunde aus dem asiatischen Raum zu Costa Rica, aus dem afrikanischen Raum Südafrika. Das zu beobachten, was tut sich hier? Und auch in einer umgreifenden, überfassenden Perspektive, John Allen oder große historische, auch Werke, Historiker unserer Zeit, weisen genau darauf hin, es entwickelt sich ein Christentum aus den Kontexten des Südens, die im Grunde die Schattenseiten der Globalisierung erleiden. Klimakatastrophen, Kriege, unterschiedlichste Gewalt, auch die Gewalt in den Barrios und so weiter, also die Kriminalität, die zunimmt, Gewalt, die gerade auch dort Frauen, Kinder, junge Menschen im Grunde auch erleiden, das wird hier wahrgenommen. Aber was tut sich, was dann auch das Christentum, aber auch andere Religionen angeht, dann auch weltweit? Das heißt, es entwickelt sich hier eine sehr stark charismatische Ausprägung des Christentums, teilweise in manchen der evangelikalen, pfingstlichen, aber ich sage auch inneren, katholisch, also charismatischen Entwicklungen, eine Ausprägung, die doch Koalitionen eingeht mit konservativen, auch populistischen Parteien. Denken Sie nur an den Kontext Brasilien, denken Sie an Zentralamerika, an Entwicklungen, an Wahlen der letzten Jahre. Wir hatten eine Konferenz letztes Jahr in Guatemala durchführen können. Erzbischof Schick selber war auch dort gewesen. Wir hatten die hier von deutscher Seite auch dort durchgeführt und haben genau das gemerkt, dieses Ringen um die Option für die Armen. Evangelisierung heute, aber angesichts des Wachsens von neuen Formen christlichen Glauben zu leben. Und die dann, und da kommt oft der Begriff eben der Mission heute, die dann ein sehr aggressives Missionsverständnis vertreten, das ist dann überhaupt nicht zu vermitteln, mehr, denke ich, auch mit diesen Werten und mehr als Werten, diesen Grundprinzipien von Religionsfreiheit, der Anerkennung anderer. Dieses Verhältnis zu den anderen Religionen, von dem Pater nicht sprach. Und das ist ein sehr exklusivistisches Verständnis von Mission. Das hat Papst Franziskus auch als Erzbischof Bergoglio, Buenos Aires, Lateinamerika schon beobachtet. Das ist ein Phänomen, was seit den 70er Jahren im Grunde wächst, in den letzten Jahren nochmal verstärkt. Und Darum sein Missionsverständnis in Evangelii Gaudium, in anderen Texten, da können wir genauso gut Laudato Si. hineinholen und gerade auch das Thema dann auch der Klimawandel, ökologische, dann auch eine integrale Ökologie, die Frage der Herausforderungen auch angesichts auch des Leides, das wir der Schöpfung antun. Das sind Strukturen von Sünde, um ein Wort der lateinamerikanischen Kirche aufzugreifen. Das ist präsent im Pontifikat von Franziskus und ich denke, das ist präsent auch in dem Dokument der deutschen Bischöfe, auch durch diesen Blick auf die Geschichte und aber dann auch auf die gegenwärtigen Herausforderungen mit dem Stichwort Globalisierung und Evangelisierung. Das heißt, wenn wir so und auch in dem Dokument ist das formuliert, von Mission von Evangelisierung heute sprechen, dann ist das entscheidende im Grunde diesen Weg, diese Weggemeinschaft mit den vielen anderen, allen Menschen guten Willens, anderen christlichen Konfessionen, Religionen, eine Präsenz in der Öffentlichkeit, in der Politik und hier im Grunde dieses Evangelium Jesu Christi das Dokument spricht hier immer wieder von dem Gleichnis des Samariters, dieses Evangelium immer wieder auf neue Weise einzuspeisen oder auch mit den Worten auch von Pater Sieber nicht, weil wir unterschiedliche Formulierungen dann brauchen, je nachdem wo wir stehen und sprechen, zu übersetzen. Darum geht es. Das ist auch ein kulturelles Phänomen. Es ist ja nicht nur ein linguistisches und sprachliches Phänomen. Zu übersetzen, dort wo wir stehen, Zeuge und Zeugin des Evangeliums Jesu Christi zu sein. Und das ist Aufgabe und das das zeichnet auch das Dokument der deutschen Bischöfe auf, aus. dass es Aufgabe des gesamten Volkes Gottes. Im Dokument ist an große Missionare erinnert worden. Ich denke, wir können auch Missionarinnen, viele auch Laienmissionarinnen heute auch einbringen, Katechetinnen und so weiter. Viele, ich denke hier auch, Menschen weltweit, die in den unterschiedlichsten Gemeinden und Gemeinschaften dieses Zeugnis vom armen Jesu geben. Also das Leitmotiv, auch das in dem Sinn auch zusammenfassend, mal auch um diese These auch dann nochmal aufzugreifen, dass eben das Dokument darum auch ein ganz zentrales Dokument ist, auch im Blick auf die Fragen, auch die anstehen, im Blick auf die deutsche Ortskirche, auch von strukturellen Reformen. Das heißt, dieser Blick nach außen, Zeugnis von Christus zu geben, das ist ja nicht nur ein Blick nach außen, sondern das erste, worauf auch Papst Franziskus in seinen Texten von Anfang an, hinweist. Das ist im Grunde zunächst spricht mich die Botschaft des Evangeliums an und ruft mich auf, dort, wo ich stehe, umzukehren. Umkehr, Bekehrung zum Evangelium, zu Jesus Christus und dann gesendet von ihm, von Gottes Geist, Zeugnis von dieser befreienden, heilenden Botschaft zu geben. Und das ist ein Umkehrprozess, der uns alle in gleicher Weise betrifft. Und diese, da geht es auch im Blick auf Kirche, Selbstkritik hat Papst Franziskus ja von Anfang an im Grunde aufgegriffen. Es ist wunderbar, wenn er, ich denke, auch immer wieder dann Ansprachen auch beendet, betet für mich dieses Miteinander, dieses gemeinsam auf den Weg sein und hier im gemeinsam auf den Weg sein, um die Stärke und Gottes Geist zu bitten, damit wir ganz konkret, wo wir gefragt sind, eben auch hier Unrecht benennen können, Einsatz für Menschenrechte im Blick auf die ökologischen Herausforderungen und so weiter. Von dort her eben Mission, ich denke. Wir müssen klug sein, wann wir den Begriff und wo wir den Begriff Mission verwenden, weil er oftmals, das habe ich einführend auch schon gesagt, in säkularen Kontexten oft missverstanden wird, weil er oftmals dann mit aggressiven, kolonialen, eurozentrischen Missionspraktiken in Verbindung gebracht wird, was ja auch, wenn man auf die Geschichte schaut, auch in einigen Punkten ja auch wir aufklären müssen und richtig ist, aber das ist nicht alles gewesen. Und das Entscheidende ist ganz genau hier anzusetzen, um deutlich zu machen, was Pater Siebernicher auch vorgestellt hat, im Blick auf die Geschichte. Warum geht es letztendlich mit dem Begriff? Aber darum. Unterscheidung der Geister, wann ist es angesagt? Und ich denke, was vom Konzil, dem Zweiten Vatikanum, äh, ausgegangen ist, den Begriff der Evangelisierung wieder aufzugreifen. Das ist, denke ich, ein wichtiges Moment. Und hier hat dann die deutsche Ortskirche, die Bischöfe haben auch hier angesetzt. Von dort her, wir sind Ortskirche, auch deutsche Kirche hier vor Ort. Aber wenn wir von Weltkirche sprechen, dann ist das nicht etwas, was dann etwas anderes ist und auf uns zukommt oder uns vorausgeht, sondern wir sind hier vor Ort Weltkirche. Das ist auch eine Denkthese, die in diesem Dokument durchbuchstabiert ist durch diese wunderbare Aufeinanderbezogenheit von Evangelisierung, Säkularisierung oder auch Säkularität und dann auch Globalisierung. Das Evangelium im Hier und Heute konkret vor Ort verkünden. Anders geht es nicht. Und aber präsent zu haben, was im Grunde auch in der Welt an Herausforderungen für uns aufgegeben ist, aber dann auch das, was bei uns wächst an neuen Fragen. Und ich denke, es ist wunderbar, was auch hier auf dem Weg der deutschen Kirche auch gewachsen ist, die Dynamiken, im Grunde auch das Wirken des Gottesgeistes. Das ist auch zutiefst ein missionarischer Aufbruch, denke ich, auch was im Augenblick läuft, auch im Blick auch auf die ganzen Fragen des synodalen Weges. Darum auch ein wunderbares Dokument das für diesen Weg von ganz zentraler Relevanz ist. Vielen Dank, Frau Professor Eckholt. Das war meine Eingangsbemerkung. Das Dokument hat eine gewisse Aktualität zu der Debatte, die wir jetzt zurzeit führen. So, Ihre Fragen des Podiums antworten, da katholisch.de dankenswerterweise immer live streamt, Bitte ins Mikrofon sprechen, das von hinten kommt. Kollegen von katholisch.de fangen gleich an. Vielen Dank. Ähm, mir kommt das jetzt so ein bisschen vor wie eine relativ starke Zustandsbeschreibung, was man sich dabei natürlich fragt. Sie haben ganz viel über Interkulturation und so gesprochen. Ähm, der Glaube in Mitteleuropa und in Westeuropa fällt dramatisch. Auch beispielsweise in Brasilien verliert die katholische Kirche ganz viele Mitglieder an Freikirchen und die von Ihnen ja auch bereits erwähnten Pfingstkirchen. Was heißt denn das konkret? Was müssen wir denn jetzt machen? Wer, Wer sich berufen fühlt? Nur nicht alle drei, sonst wird es zu lang. Also kurz würde ich etwas dazu sagen. Ähm, natürlich verliert die Kirche hier ähm, in Europa an Mitgliedern, Frauen und Männern. Und in Deutschland wird das ja besonders deutlich dadurch, dass man dann auch äh, sich einen Schein dafür holt in einer zivilen Behörde. Das registrieren wir. Ob der Glaube insgesamt so zurückgeht, wie die offiziellen Kirchenglieder zurückgehen, ist immer noch mal eine Frage. Und ich denke, dass wir das auch wohl unterscheiden müssen, damit wir die Situation der Evangelisierung deutlich vor Augen haben. Wir haben gesagt, Frau Eckholt hat es noch mal betont, im Dokument steht es ausdrücklich drin, wir leben in einer Zeit, der Individualisierung, auch der Paralysierung. Und das betrifft natürlich auch die Religionen. Und ich denke, es gehört jetzt zur Evangelisierung auch, dass wir zwar die Phänomene wahrnehmen, aber uns nicht von ihnen erschrecken lassen und mit allen Möglichkeiten, das ist im Dokument auch deutlich gesagt, den Menschen helfen, dass sie zum Evangelium kommen. Und das ist eine Person und daraus leben weil das auch für unsere Welt ganz wichtig ist. Ich habe bei den drei Säulen gesagt, also ist, die erste Säule ist der Auftrag Jesu, der zweite ist die Freude des Evangeliums, jeder Christ, und das dritte sind auch die Notwendigkeiten. Wir haben im Augenblick auch äh, als Kirche vom Evangelium her gegen Populismen, gegen Nationalismen. Ich halte das für einen ganz wichtigen Auftrag. Individualität ist gut. Aber wenn es zum Individualismus wird, der auch zerstört, dann denke ich, ist das Evangelium, das verbindet, eine wichtige Heilsbotschaft. Und von daher denke ich, sehen sich nicht äh, davon erschrecken lassen und passiv werden, sondern eher den Auftrag: Wir haben den Menschen das Heil zu bringen. Das ist eigentlich unser Auftrag. Da müssen wir dran bleiben. Ja. Also auch zu Ihrer wichtigen Frage. Ich denke, dass natürlich die Zahlen, Erzbischof sagte, es zeigen auch der Rückgang Kirchenaustritte, die auch wieder zugenommen haben, aber auch in evangelischen Kirchen und so weiter. Ich denke, wir sollten auch auf etwas schauen, was das Dokument deutlich macht, mit Diakonie Caritas. Also wir haben, denke ich, auch hier in unserer deutschen Ortskirche eben auch außerhalb, von dem man denkt, eben man hat die Pfarrgemeinde und so weiter, Missionen und das macht eben hier vielleicht das engere, die engere, engere Equipe und so weiter in einer Gemeinde. Wir haben ganz viele Orte, wo das Evangelium präsent ist. Auch wenn da nicht Evangelium vielleicht erstmal so, ne, als Label draufsteht. Und ich denke, das ist etwas, was unsere deutsche Ortskirche, glaube ich, ganz besonders auf, auszeichnet. Die vielen Einrichtungen dann auch von Caritas, ähm, aber auch dann die Gruppen, die sich bild, gebildet haben. Auch hier, wenn ich an meine Studierenden und Studierende und so weiter denke, das sind Katholikinnen, Katholiken dabei, aber nicht nur in einer Equipe mit vielen anderen, die dann auch nichts mehr mit Religion am Hut haben, kümmern sich aber auch um geflüchtete Menschen und so weiter. Da gibt es eine Sprachkursgruppe und so weiter. Ich glaube, es ist ganz viel präsent. Oder dann natürlich der ganze Bereich von Kultur und auch Kunst. Also wie viel haben Sie an im Grunde ja religiösen, im Grunde Sehnsüchten? Das ist dieses, auch dieser Begriff, der auch immer wieder rauf und runter diskutiert wird, der auch ein Begriff für vieles ist, Spiritualität oder Spiritualitäten und so weiter. Aber das nehme ich ganz stark wahr. Und das das sind im Grunde genau die Punkte, wo man auch jetzt hier auch aus der Missionstheologie im Grunde ansetzen kann. wer ist das? Leonardo Boff, glaube ich, was gewesen, der auch gesagt hat, nein, das Evangelium ist doch immer präsent, bevor der Missionar oder die Missionarin kommt. Das heißt, auch das zu sehen. Das heißt, natürlich jetzt in einer jetzt wirklich auch säkularen Welt. Was dann heißt, dort im Grunde, das ist ja genau der Punkt mit Franziskus, geht an die Peripherien, was ich genannt habe. Und kann man vielleicht ja auch unter diesem Stichwort, ja, Peripherien dann ja auch sehen. Natürlich ist es auch die Peripherie ganz konkret eben auch nochmal das Armenviertel und so weiter in Guatemala Stadt und so weiter, wo sich niemand hintraut. Okay. Aber wir haben hier, das ist die Übersetzungsarbeit bei uns. Wir haben doch auch unterschiedlichste Peripherien hier auch bei uns, wo auch Menschen, wird auch aus unseren Kirchengemeinden sind, die vielleicht gar nicht so im inneren Kern erstmal sind, aber die die da sind und die an solche Orte gehen. Das, denke ich, ist etwas, was ein ganz großer Schatz ist. Aber auch eben, was ich gesagt hatte, auch die etablierte Caritas und so weiter. Herr Lasside, das Mikrofon bitte. Ja, um das Thema auch etwas zu aktualisieren, die Frage, vielleicht an Sie, Herr Erzbischof Schick, Klammer auf, herzliche Glückwünsche nochmal zum Geburtstag. Klammer zu, äh, trägt denn aus Ihrer Sicht das Außenbild, was Katholische Kirche in Deutschland im Moment bietet, angefangen bei der Frage nach dem synodalen Weg, äh, weitergehend über Briefe, die von manchen Ihrer Mitbrüder hinter ihrem Rücken geschrieben werden, ähm, bis hin zu den Protesten, die man so rund um den Kölner Dom erleben konnte, trägt das alles dazu bei, dass Kirche glaubwürdig evangelisieren kann oder ist es eher ein Hemmschuh? Dafür. Also möchten Leute Mitglied in einem Verein werden, der sich so verhält, oder ist das eher abschreckend? Was ist Ihr Eindruck aus der Praxis? Und dann hätte ich noch eine zweite Frage, die ich gerne anschließen würde, um noch ein bisschen konkreter zu werden Was sind denn in Ihrem Erzbistum die Projekte, auf die Sie am stolzesten sind? Also wo findet die Evangelisierung, wo findet das Weitergeben des christlichen Glaubens bei Ihnen am besten statt? Zur ersten Frage, äh, wir sind sicher in einer Situation, äh, wo wir uns auch wieder selbst finden müssen und in so einer Situation, die auch nicht schön ist und wo sehr unterschiedliche Vorstellungen da sind. Ich würde aber zunächst einmal auch allen äh, zumindest den guten Willen bescheinigen, äh, die da demonstrieren, die Briefe schreiben, sie versuchen äh, die Kirche doch wieder äh, zu etwas zu machen, was Menschen hilft zu leben. Das würde ich zunächst einmal. Dafür ist es aber wichtig, dass wir miteinander gut sprechen, den Sinn auch von Kirche uns wieder gegenseitig zusprechen und dann in diesem berühmten Sensus Ecclesiae, also im Sinn der Kirche, auch dann miteinander wieder das tun was uns eigentlich aufgetragen ist, nicht auf uns zu schauen, nicht um uns zu kreisen, sondern das Leben äh, den Menschen zu bringen in den vielfältigsten Formen, die wir genannt haben. Und ich denke, dass da natürlich auch der synodale Weg uns dabei helfen kann und soll. Wir haben ihn begonnen, damit Vertrauen wieder in die Kirche äh, wächst und dieses Vertrauen in die Kirche soll wachsen, damit die Kirche wieder ihren Auftrag <laughs> wahrnehmen kann. Also jetzt nicht gut in der Hoffnung, dass wir auf gute Wege gehen und dass es dann doch auf diesem guten Weg zu einer Kirche kommt, die auch wieder mehr äh, Vertrauen hat und besser ihren Dienst erfüllen kann. In der Diözese, auch kurz schlagwortartig, ich bin eigentlich sehr froh über unsere Jugendverbände, das muss ich sagen, weil wir vorige Woche auch äh, große äh, ähm, ja, Meetings hatten, Treffen hatten, äh, die mir auch sagen, die Zahl derer, die in den BDKJ-Jugendverbänden, das sind ja dann etliche, also KJG, Pfadfinder, Jungkolbing, was wir alles haben, dass da die Zahl äh, nicht zurückgeht, sondern dass sie auch sehr engagiert Ihre Aufgaben tun, christliche Aufgaben. Es ist so, die Kirche ist auch ein wenig, ich habe es heute mal gesagt, fluid, volitant geworden. Also es gibt keine Identifikation mit allem und jedem, aber es gibt Identifikation. Sie engagieren sich in der einen Welt, sie engagieren sich für Klima, Bewahrung der Schöpfung. Das hat mich sehr gefreut. Das Zweite, wir haben eine große, große Schar von Ehrenamtlichen. Wir äh, machen jedes Jahr auch einen Tag der Ehrenamtlichen. Der war jetzt wieder im äh, Juli, Juni. War's und äh, da zeichnen wir auch immer Gruppen aus. Also über 10 Prozent all unserer Katholiken engagieren sich ehrenamtlich. Und zwar in den drei Bereichen, einmal im karitativen diakonischen Bereich mit Besuchsdiensten in Altenheimen und so weiter. Sie engagieren sich liturgisch äh, mit Kindergottesdienstgruppen, äh, Lektorinnengruppen bei Erstkommunionvorbereitung, Firmenvorbereitung, ganz ganz viele und das dritte sind dann die Gruppen, die sich oder Musikgruppen, die bei uns auch ganz wichtig sind. Und das dritte sind dann die Gruppen, die auch wirklich in der Verkündigung tätig sind und auch verschiedene Aktionen da machen. Und das dritte, was mir sehr am Herzen liegt, das ist unsere Caritas. Und zwar die Caritas, die Verfasste. Wir haben mit der Verfassten ein großes Ehrenamtsengagement. In den 36 Altenheimen und Seniorenheimen, die wir haben, in der Hospizbewegung, die bei uns gut ausgebaut ist und sehr gut funktioniert. Das sind die drei Bereiche, also Jugend, Ehrenamt und Caritas. Und ich meine, das kirchliche Leben ist schon auch aktiv. Und die Gottesdienste ist bei uns wie überall, gerade am Sonntag, nicht so. Und nicht regelmäßig. Aber wenn jetzt was Besonderes ist, dann sind auch die Gottesdienste voll. Und nicht nur, wenn der Bischof kommt. Das Mit Blick auf die Uhr würde ich die EWCN Fragen zusammenfassen. Herr Rottweiler, und wenn das Mikrofon kommt Herr Lassive, der sitzt ja vorne. Ähm wir haben in dem Arbeitsraum der Presse eine wunderbare Broschüre, Zahlen Fakten der katholischen Kirche. Da sieht man, es ist nicht ganz so schlecht um uns bestellt. Herr Rottweiler, bitte. Ja, vielen Dank. Eine Frage an den Erzbischof. Nochmal wirklich, äh, vielleicht eine vertiefende Frage zu der Frage Ziel der Mission. Es sind sehr viele Wege der Mission äh, aufgezählt worden durch Caritas. Aber wenn man sozusagen auf die Bibel schaut, geht es ja doch auch um Geistliches. Es geht um das ewige Leben eigentlich. Wie stark ist das sozusagen in der Definition drin? Denn das scheint ja auch nicht oberflächlich, aber doch zutiefst eine hohe Attraktivität für Menschen zu haben, wenn die wirklich wissen, ich kann innerlich ganz tief erlöst sein. Das ist die eine Frage. Eine zweite Frage, eine kurze, vielleicht mit einer kurzen Antwort an Herrn Professor Sievernich. Sie haben von Übersetzung gesprochen aus der Lehre der Geschichte. Welche Übersetzungsmethode, sagen wir mal hier für uns, auch, und die Globalisierung findet ja auch hier statt, in Bezug auf säkularisierte Gesellschaft, in Bezug auf die Migranten, die kommen aus anderen ähm, religiösen Hintergründen, welche Übersetzungsmethode haben Sie eine, die Sie sagen würden, die würde ich jetzt hier mal vorschlagen? Ich antworte ganz kurz. Ich habe ausdrücklich gesagt, Inhalt und Ziel der Mission ist Jesus Christus. Und damit ist die Fülle des Lebens und die Fülle des Lebens in Ewigkeit mit verbunden. Ja, Übersetzung. Ich würde einfach damit beginnen. Das Wichtigste bei der Übersetzung des Christentums ist zunächst mal die Selbstübersetzung. Also die Selbstevangelisierung. Bevor ich Reformen anfange, und andere aufformen, etwas zu reformieren, die Bischöfe, die Kirche, den Papst und was weiß ich, alle werden aufgefordert, zu reformieren und zu evangelisieren und zu missionieren. Davor steht immer die Selbstevangelisierung und in dem Sinne auch die Selbstübersetzung. Ich muss mir persönlich selbst mich fragen, ja, was ist denn eigentlich das, was mich antreibt oder was mich zum Christen macht oder was mich froh werden lässt und all diese Dinge. Das muss ich mir erstmal selber übersetzen. Und das geht natürlich, das, die Selbstübersetzung, indem ich auf Personen schaue, die das irgendwie hingebracht haben, die sagen, das ist ein glaubwürdiges Zeugnis. Der Person nehme ich das ab. Also, dass man auf solche Zeugnisse schaut, aber würde auch sagen, dass man auf die Heilige Schrift schaut, in dem ja vom Evangelistesteil, vom Evangelisieren die Rede ist. Und Evangelisieren heißt ja die Botschaft wahrnehmen, und zwar die Botschaft, die Jesus selber gesagt hat und die er ja in Person ist. Also hängt das mit einem persönlichen Verhältnis zu diesem Jesus, dem ich mir in meiner in meiner Lebensgeschichte, in meiner Biografie. Und damit fängt alles an. Und das gilt für jeden. Also die Selbstübersetzung, die zu schaffen. Und dafür gibt es vielfache Wege natürlich, die ich dann äh, nutzen kann. Aber das ist für meine Begriffe der Punkt. Vor einer Bemerkung von mir zum Nachmittag der Vollversammlung hat die letzte Frage Herr Schromm. Ja, ich hatte eine Frage an Herrn Erzbischof Schick. Das Christentum wächst ja weltweit, aber es wächst ja gerade nicht. Das liberal aufgeklärte Christentum, aus dem, dessen Geist, aus dessen Geist ihr, ihr Papier entstanden ist. Die Evangelikalen haben ja einen komplett anderen Missionsbegriff, auch die evangelikalen Christen. Wie gehen Sie denn damit um? Und dann hatten Sie vorher bei Ihrem Eingangsstatement gesagt, weil der Mensch ein soziales Wesen ist, muss auch seine Umwelt, muss der Staat auch missioniert werden. Da würde mich jetzt ganz konkret interessieren, wie sieht denn das aus? Also sollen Christen nach den entscheidenden Ämtern im Staat dann streben? Und wenn ja, wie würde so ein missionierter Staat aussehen? So wie Deutschland oder eher wie Polen oder eher wie ein lateinamerikanischer? Also wie, wie kann man das ein bisschen konkreter machen? Um beim Schluss zu antworten, ein christlicher Staat sollte christlich sein. Und natürlich, Christentum breitet sich immer über Menschen aus. Wir haben ja die christliche Soziallehre, da steht ganz bewusst oben zunächst einmal. Das Subjekt, die Person, das ist das Entscheidende für alles. Als zweites dann Subsidiarität. Und ich sage immer, Subsidiarität sollte man in unserem Sinn auch in unserem Sinn verstehen. Nämlich, das ist das Subsidium, die Hilfe, dass ich den anderen helfe, dass er auch eben als christlicher Mensch lebt. Und das Dritte ist eben die Solidarität, dass man sich dann wirklich miteinander verbindet, verlinkt, dass äh, die Gesellschaft christlich wird. Wie macht man das konkret? Also wir haben Gespräche mit Parteien, mit Politikern. Viele Politiker kamen und kommen auch heute noch aus unseren Verbänden, also Jugendverbände aus Kolping, KAB und so weiter, das sind christlich geprägte, die dann auch in der Politik versuchen, ihre christlichen Grundsätze, christlichen Anschauungen auch für eine gute Gesellschaft einzubringen. Da werden wir auch immer wieder gefragt, es gibt Gespräche, eigentlich mit allen Parteien, mit den Regierungen auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene. So versuchen wir es. Wir sind eine plurale Gesellschaft, das gehört auch dazu, wo im Diskurs wir uns einbringen und andere sich auch einbringen, aber wir tragen unseren Beitrag. Und außerdem, was halt auch dazu gehört, wir bieten ja auch in dieser Gesellschaft vieles an, zum Beispiel die Kindergärten. Ganz, ganz viele Kindergärten sind in kirchlicher Trägerschaft. Ganz, ganz viele Schulen sind in kirchlicher Trägerschaft. Aber auch die anderen sozialen Institutionen tragen natürlich dazu bei, dass unsere Gesellschaft auch christlich ist. Und das wünschen wir natürlich. Das ist ja auch der Beitrag, den wir, ob in Brasilien, ob in Afrika, ich sage jetzt mal Nigeria, da versuchen wir der Ortskirche zu helfen, dass sie auch ihre christlichen Anschauungen in die jeweilige Gesellschaft mit einbringt, damit die von den werdenden Tugenden des Christentums geprägt ist. Das gehört dazu. Ich glaube nicht, wir haben ja einige Untersuchungen gemacht, ähm, und Frau Professorin Eckold hat es ja auch angedeutet, dass ähm, in ähm, Lateinamerika oder auch in Afrika es zwar ähm, viele neue charismatische Gruppen gibt, die zum Teil ja auch in der Kirche sind, die haben einen nicht absolut anderen Missionsbegriff. Das glaube ich so nicht. Sie haben einen partikularistischen, so würde ich es mal sagen, legen auf bestimmte Dinge äh, Mehrwert. Und das, das sage ich dazu, die verfassten Kirchen, ob katholisch, ob evangelisch, auch die orthodoxen, haben da auch einen ganz wichtigen Auftrag damit nicht diese Gruppen irgendwo in Partikularismus, partikulare äh, Themen herauszunehmen, ist berechtigt. Aber wenn es in Partikularismus verfällt und das auch noch in Aggression gegen andere, da haben die verfassten Kirchen einen Auftrag und meines Erachtens wirken sie da auch, auch in Lateinamerika, ob in Brasilien oder in anderen. Das müssen wir noch verstärken. Da, so würde ich äh, darauf antworten. Partikularer sind sie berechtigt, partikularistischer dürfen sie nicht werden. Aber im eigentlichen Missionsbegriff, das muss immer Jesus Christus sein, da sehe ich nicht den großen Unterschied. Danke, Arzt und Frau schick Danke, Frau Ockhold. Ich, ich muss die Pressekonferenz schließen, weil ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen die Dinge absetzen müssen. Ich möchte eine Bemerkung. Zu heute Nachmittag machen. Vor einem Jahr um diese Zeit haben wir die mag studie hier in Fulda vorgestellt. Und Körner Marx hat ja gestern angekündigt, dass das Thema MHG-Studie hier mit dem speziellen Fokus der Aufarbeitung der Entschädigungsfrage heute Nachmittag ein Thema sein wird. Wir haben dazu Gäste eingeladen. Wir werden auch das, was die Arbeitsgruppe zu einer Neufassung der Entschädigungsfrage erarbeitet hat, um 15 Uhr auf dbk.de bereitstellen, dass das transparent ist, dass wir die Diskussionsgrundlage sein. Ich werde aus der Diskussion heraus überlegen, ob ich heute noch eine weitere Pressebegegnung machen werde oder nicht. Wenn, dann laden wir sie, falls ich eine machen sollte, mit einer Stunde Vorlauf an. Ich will das mal andeuten, weil ich noch nicht weiß, welche Dynamik heute die Nachmittagskonferenz haben wird. Vielen Dank. Alle drei stehen für Einzelotöne zur Verfügung.